Ja, Leute, da bin ich wieder da und wie versprochen habe ich die Map wieder eingeschaltet. Yeah, habe ich es wieder gefunden. Dank dem Prayer, wie gesagt. Nochmal kurz nachgeschaut, Kommentar, zack, da war es auch wieder da. Endlich wieder die Minimap und nicht mehr diese große. Strength isn't everything. What? Junge. Nicht die große umständliche. Was geht mit der denn ab? Okay, find another way out, so for the tries. Ja, okay. Toll. Toll! Oh ne, wieder. Versperren einen einfach den Weg. Tja. Da muss ich jetzt wohl hier mal ein bisschen rumsuchen. Warte, was war denn hier oben noch? Was ist denn das X hier auf der Karte? Bedeutet das Portal? Nee, machen was anderes. Ah, das ist der Elrond. Elrion. Hier war ich auch noch nicht. Ah, okay, Sackgasse, Sackgasse. Okay, super. Dann geht's doch wieder in die Richtung. Ich habe übrigens nochmal die Zahlen für Mana und Energie bzw. Schild eingeschalten, damit man auch, ja, damit die Zahlenfans auch noch auf ihre Kosten kommen, ist doch kein Problem. Hier Kistchen, nichts Cooles. Bams, Bams, Bams. Das hat mir auch sehr gut gefallen. In den Optionen konnte man die Transparenz der Karte oben rechts einstellen. Die Transparenz der Karte an sich, also sozusagen der Grenzen und Wände. Und man konnte die Landschaft, die Transparenz der Landschaft in der Minikarte noch zusätzlich einstellen. Auch eine schöne Sache, dass man hier so ein bisschen Zugriff hat auf die kleinen Details des Spiels, finde ich immer sehr schön. Da hat man das Gefühl, dass man auch das Spiel so gern so gestalten und spielen kann, wie man es wirklich hätte. Auch wenn es jetzt nur die Minimap angeht. Upsala. Oh fuck. Komm. Hey, wieso? Fuck, wieso kann ich eine. Der in. Konnte den gerade irgendwie nicht mit Dings angreifen. Na, mein Feuerbolt. Mit meinem Eisbolt. Habe ich den irgendwie abgelegt? Oder habe ich einen neuen? Da muss ich mal gucken, Moment. Kuh, wieso liegt nichts mehr auf Kuh? Ah! Habe ich das weggenommen? Nee. Bin ich denn dumm? Ja. Habe ich denn mein S-Bolt? Hey, wieso geht das nicht? Frostbolt. Habe ich doch hier liegen, wieso geht das nicht? Hey, wieso kann ich denn die Handschuhe nicht nehmen? Doch, kann ich. Hey, geht das nicht? Oh, ich brauche Intelligenz 31 dafür? Wieso denn das jetzt plötzlich? Ich hab's doch gar nicht abgegradet. Hab ich's abgegradet? Eigentlich nicht. Ist ja komisch. Das muss mir irgendwie entgangen sein. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Na gut, was soll's. Dann ist es halt mal so. Was habe ich hier für einen Helm? Armor 9? Nein. Achso, das ist ja der alte. Hier eine Rüstung. Oh, requires. Ne, habe ich wieder nicht. Dex. Schade. Wieder eine Rüstung auf Dex. Also erstmal weitergehen. Und diesmal ohne Frostbolt. Was soll's? Muss ich die halt ohne Frostbolt zu Brei schlagen? Das wird schon gehen. Ist drin? Ich freue mich schon auf die nächste richtig geile Rüstung. So ein richtig heavy Strength Armor. Wo man so ein richtig grobschlächtiger Dummer sein muss, um die tragen zu können. Genau, das sind wir nämlich. Oh, fuck, 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 macht hier so einen Schaden. Bams. Ein bisschen heilen noch. Ist hier oben eine Sackgasse? Nein, natürlich nicht. Diese bärtigen Schamanen hier. Hauen ganz schön rein, die Jungs. Bams.
Zack. Noch eine Kiste. Wieder nichts drin. Was zeigt es mir jetzt hier oben rechts auf der Minikarte wieder an? Was ist das denn? Eine Trank? Die zeigt es mir auch nicht an, irgendwas anderes. Ist das hier ein Alter oder was? Ein Alter! Wie heißen die Käfer hier im Spiel? Carrion Swarm, okay. Was ist das denn hier für ein kranker Schreien? Das denn jetzt hier? Macht der mir Schaden oder? Lightning Shrine. Ah, jetzt habe ich irgendwie Lightning gekriegt. Geil. Yeah, fresst mein Elektro-Aura. Bams. So, hier war ich schon. Ah, ist noch eine Kiste. Wieder nichts drin. Das war ja wieder klar. Steht hier oben. Schocknova happens around you. Sackgasse? Okay, also oben rechts weiter. Ist klar. Noch 9 Sekunden. Schockarmor. Geiles Zeichen. Sieht ein bisschen aus wie ein Männchen mit Flügeln und einem Furz hinten raus. Oder einem angewinkelten Bein. Bams, bams. Sackgasse oder was? Oh, was geht? Was denn geiles? Dicker O, Fires and Arrow, which dies. Ah, brauche ich wieder Decks. Mann, oh Mann. Vielleicht packe ich auch mal ein paar Punkte in Decks rein, aber. Nee. Am Ende levelt das dann ab. Und ich kann es wieder nicht verwenden, das sei ja auch schwachsinnig. Ich kann mich aber ehrlich nicht erinnern, dass ich diesen Frostbolt abgecredit hätte. Denn ich kann mich erinnern, dass der Prayer mal meinte, ich soll nichts von den, ich soll die Zauber nicht upgraden, weil ich es ja sonst mit meiner, durch meine niedrige Intelligenz nicht mehr nehmen kann. Oder es kam halt durchs letzte Update rein. Schwierig. Aber ich kann mich erinnern, dass ich es nicht upgradet habe. Oder aus Versehen vielleicht. Komisch, komisch. Oder ich habe durch das Ablegen meiner Rüstung. Ah ne, die habe ich ja noch. Habe ich ihn noch an? Ne, ich habe sie noch angelassen. Ah, vielleicht habe ich durchs Ablegen meines Helmes Intelligenz verloren. Yep, daran liegt's. Und das meinte er auch. Ah ja, alles klar, so war das. Ich habe es verstanden. Klar, ich habe einen Helm abgelegt und dann so viel Intelligenz verloren, dass ich das nicht mehr einsetzen kann. Da haben wir ja das Rätsel gelöst. Schade, nichts Gelbes getroffen, der Junge. Stahlring. Schild. Nee, nehme ich nicht mit. Das lassen wir direkt so liegen. Ah, diese Molten Fire Strike, wie das heißt, ist echt heavy. Richtig geil. Richtig geile Aktion. Zack, tot. Zack, tot. Tote Kiste. Totes Fass. Hier oben ist eine Türe. Ein... Was? Schiffsfriedhof. Klingt ja spannend. Kommt hier noch was? Nein. Na dann auf zum Schiffsfriedhof. Könnte man vielleicht nochmal identifizieren. Was habe ich denn für Ringe? Requires 4. Okay. Ja. Also Ringe habe ich noch gar keine geilen, richtig geile gefunden. Der ist auch nicht so geil. Gehen wir hier mal rein. Schiffsfriedhof. Hinekora, Mother of the Dead, is this your land I walk upon? Okay. Waypoint. Freigeschaltet. Und wir sind gleich Level 15, Leute. Dann werden wir dann unseren Skilltree mal Richtung Crit ausbauen, freue ich mich schon drauf. Gerade gegen Bosse finde ich das immer richtig geil. Was ist hier für komische Typen? Oh, Jeweler's Orb.
Oh, irgendwelche Geister. Spectral Corsair. Spektrale Corsair Grafikkarte. Ja, mal Corsair, das war RAM-Speicher. Bams. Aber geiler Sound, finde ich. Klingt schon geil. Jetzt sicher mit meiner lächerlichen Sub 2.1 Soundanlage hier. Soundanlage kann man es ja kaum nennen. Boxenkombination. Hab schon ein angenehmes Erlebnis hier mit dem Sound. Sound. Klingt schon schön. Können wir uns mal einen Heiltrank reinwerfen. Tutschen wir uns mal einen Heiltrank rein. Medium Mana Flask habe ich hier. Large Mana Flask habe ich sogar schon. Bam! Ich bräuchte noch so ein paar riesen Life Flasks. Das ist nämlich nur Mie. Was ist? Ich habe ja noch hier den einen hier mit den. Was ist das denn eigentlich hier gewesen? Steadiness. Block and Stun Recovery. Vergesse ich irgendwie immer die 5 zu drücken. Ist hier noch so? Aha, hier geht's dann drum rum. Um den Eingang zur nächsten Höhle. Nichts los hier! Das erinnert mich immer ein bisschen an Diablo mit den blauen Zwischen- oder mit diesen etwas stärkeren, meist mit so einer magischen Eigenschaft versehenen Level 15 Zwischenlösern. Die dann auch immer in so einer kleinen Gruppe rumliefen. Wow, hier geht's noch weiter. Covered of Wrath. Tja, wo wollen wir denn zuerst hin? Erstmal ins Meer. Erstmal baden. Erstmal das Blut abwaschen. Und dann hier runter. Komm mal nicht Gegner, wenn ich mich jetzt hier in eine. Ich denke nicht. Wir wollen ja hier links hoch. Hierhin wollten wir. Okay, da gehen wir mal den Weg. Einmal Stärke wollte ich ja noch mitnehmen. Und jetzt die Frage, gehen wir dann hier? Aber 1, 2, 3, 4, 5. Und hier ist es 1, 2, 3, 4, 5. Genauso. Was haben wir denn hier dann alles? Maximum Life, Fire Resistance, Elemental Resistance. 3% ist aber auch gering, oder? Aber hier gibt es halt auch nur Stärke. Was bringt nochmal genau Stärke? Außer Schaden auch wahrscheinlich Leben. Scheiße, ich kann es mir nicht angucken, egal. Nur Stärke oder gehen wir auf. Ein bisschen Resistenz kann ja auch nicht schaden. Ich verbrenne ja immer ziemlich schnell, wie ich das gesehen habe. Nehme ich das mal mit. Zack. Apply. Ja, nur schade, dass es hier nicht drum rumgeht. Aber was soll's. Wieder ein Stückchen näher rangekommen. Habe ich noch was Geiles gefunden? Was ist das hier? Das oder das? Reforge the number of sockets on an item. Aha. Okay. 3 ist wahrscheinlich schon Maximum. 2 und nichts. Gut. Hier erstmal weiter. Hier noch eine Kiste. Noch ein Orb. Und wieder eine Scroll of Wisdom, davon habe ich schon ziemlich viele. Ich hätte gerne noch so einen kleinen Mini-Boss hier. Vielleicht auch einer, der mir mal eine richtig geile Strength Armor droppt. Das wäre schon geil. Oh, hier wartet irgendwas auf mich. Hier ist irgendwas auf der Karte. Buch oder was soll das sein? Vielleicht durch einen Wächter geschützt? Nee. Calm is gone. Our king has taken our finest 500 warriors and descended into the depths of Rayclast. He spoke to us of a vision, a gift from the ancestors. Calm
has been deceived. The vision was a gift from the Black Spirit. It has conquered Calm. The Black Spirit has conquered the Karui way. Hairi has made ready her canoes. We will take those that are left, 500 forgotten families, and carry them back to their true homes. Back to Ngā Maka Nui. Calm's promises have led us into nightmare. Hairi will lead us back to the dawn. Das ist ja mal eine richtig geile Erneuerung, beziehungsweise ist es mir vorher nicht aufgefallen, mit diesem Buchsymbol, das einfach weiter labert, bis ich es abbreche und ich muss nicht mehr an diesem Altar stehen bleiben. Das ist ja geil. Das gefällt mir richtig gut. Das gibt's doch fast in keinem Spiel. Oh, hier ist wieder irgendein Kollege. Hallo. Hallo. Oder Haku. 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 Ah, der Armor Master wieder. Da müssen wir noch eine kleine Aufgabe hier bestehen. Das sehe ich doch schon kommen. Large Life Flask. Nice. Genau das wollte ich vorhin. Super. Pack mal gleich mal hier rein. Das hauen wir weg. Tschüss. Voll, aber egal. Also hier gibt es offensichtlich schon mindestens 3 weitere Eingänge in irgendwelche Dungeons. Erst aber diesen Hero Master. Dann in diese Cavern oder wie sich das nannte. Und dann noch weiter in diesen Schiffsfriedhof. Wahrscheinlich Ebene 2 oder was das dann werden soll. Kann ich hier durchs Schiff durchlaufen? Cool. Und hier rechts ist ja noch jemand. Sehe ich schon auf der Karte. Ich finde echt keine geile Rüstung, Leute. Ist das denn normal? Orb of Transmutation. Oh, hier ist nochmal ein Buch zum Lesen. Calm stands before us and looks out to the raging sea. He sings, calls, screams to our ancestors to come to our aid. He offers them gifts of old, a feast of heart and mind, muscle and marrow, cooked in the fire and rock of this angry land. We have not practiced these ways in so many years. Only in the darkest of times, most desperate of times, do we perform these oldest of rituals. Only here and now may we sacrifice and consume our own. Only in our king can we trust this return to our ancient selves. Mhm. Quatsch ich mal den Jungen hier an, Captain Fairgraves. Hallo. Frankly, I would have been surprised if you hadn't recognized me. Yes, 'tis I, Captain Sigmund Fairgraves, Wave Tamer, Pirate Bane, and conveyor of civilization to barbaric lands. So, what am I doing here? Apart from blowing my own bugle? I'm marooned, languishing, thanks to a pair of pretty blue eyes. Stuck fast in the filthy mud of Rayclast, thanks to one sultry little slave girl. I liberated her from the flesh pits of Trathus, and she repaid me in full with sleight of hand and swift feet. Turned the coat of my first mate, took my hard-earned all-flame, and with it, the wind out of my sails. Find my all-flame, I beg of you. Until I feel its warmth again, I'm trapped here, high and dry, until the sun's final setting. Find the all-flame. I hunted the vagaries of a near-forgotten myth to a shattered cathedral in the Inner Empire. I took the All-Flame and encased it within a lantern of pure silver, the only element it seemed incapable of consuming. Oh, the All-Flame does many a marvelous thing in the hands of one who knows how to harness its power. Oh, banish any thoughts of using it for yourself. It would burn you alive. Mir fehlt so ein bisschen dieses Captain-typische Ei oder irgendwie so ein Akzent. Was ist mir da falsch?
Captain Fairgraves. My loveliest neighbor in this most salubrious of neighborhoods. Facing Mervale and finding my all flame are two mutually exclusive endeavors. I'd much prefer you to live to see your errand fulfilled. Although it is possible that my wayward slave girl fell prey to one of Mervale's slithering progeny. If that be the case, you look resourceful enough to handle a tentacled wench or two. But if Mervale herself has my flame, be very wary. That necklace of hers provides the old siren with some subtle wiles indeed. Ja, Kunde, jetzt will er noch was erzählen. Seit wann quatschen denn Kapitäne so viel? If the history books are to be believed, Doreso the Daring presented the necklace to Mervale on bended knee. And from the moment he placed that little chunk of rayclast at her throat, Mervale began to sing. It's told her sweet voice grew to fill even the largest concert halls of Oriath and brought warmth to even the coldest of hearts. But then she began to change. Her mind and body twisted, as did her songs. Well, the sweetness remained, while the sanity fled. Knowing what little I do about the powers that lie dormant here in Rayclast, I'd surmise that if you have Mervale's necklace, you have the siren's voice. Yeah, ich will das Necklace. Till we meet again, perhaps. Gib mir das Necklace. Oh. Okay, machen wir. Das machen wir. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge von Path of Exile mit dem Donut. Also bis gleich und tschüss.